Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am Donnerstagabend, den 14. November, die meisten sagen noch Mittwochabend, aber wie wir wissen, der Tag fängt mit der Nacht an, also langsam gewöhne ich mir das an. Es ist Donnerstag, der 14. Diese Kalendertage sind immer zwei Tage, 14. und 15. Na, wie auch immer. Habe ich mich hier mit zwei Brüdern in Christus, dem Michael und dem Viktor, eingefunden, um das Buch weiterzulesen. Den zweiten Band von Theodor Griesinger und seiner wundervollen Geschichte über die Jesuiten für der Vollständigkeit ihres Ordens und der verborgenen Wirkung ihres Ordens von der Gründung des Ordens bis heute 1872, was den zweiten Band angeht, wo wir heute die 12. Lesung machen. Und jetzt habe ich ganz vergessen, mir den Titel rauszusuchen. Ist ja sowas von furchtbar. Ne? Ich vergesse immer so wichtige Dinge. Wo steht denn das hier? Griesinger, Band 2. Ne? Also, nee, das war gar nicht das. Ach, guck mal. Jetzt suche ich auch noch den verkehrten Text raus. Ach, Mensch, wie bin ich denn drauf heute Abend? Abgelenkt. Ja, konzentriere dich mal. Hier, Griesinger Lesung. Es ist jetzt die 12. Lesung im 5. Buch. Und das geht dann heute noch über das Anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode, die Moral der Jesuiten in Bezug auf Diebstahl und Mord. So, das ist das Thema, in dem wir uns heute zusammengefunden haben, über das wir gleich sprechen werden. Nachdem ich meine beiden Gäste, die wahrscheinlich das Mikrofon ausgeschaltet haben, um nicht allzu viel das laute Lachen übers Mikrofon durchzugeben, was mein Versprecher angeht, zugehört haben, bitte Michael und Viktor. Fangen wir mal an mit Michael. Herzlich willkommen, Bruder. Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte dazu konstatieren, dass ich nicht gelacht habe, sondern gerade überlegt habe, wie dieser Titel dieses Buches nochmal heißt. Und ich kann mir immer nur den Rest merken. Von, ich auch. Ne, also von der, vor allen Dingen, die, also eigentlich Griesinger, die Jesuiten, Band 2. Ja, genau. Und jetzt kommen wir halt zu weiteren Verfehlungen unserer Nicht-Vorbilder. Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr Griesinger wirklich ein großes Werk geschaffen hat, indem er halt weiterhin Menschen, die der deutschen Sprache und Schrift mächtig sind, doch mal einen Fingerzeig gegeben haben, dass genau die Leute, die sich darüber erheben und uns meinen, ein Vorbild zu sein, ihm genau das Gegenteil ist. Und ich glaube, an diesem Faktotum hat sich in den letzten 150 Jahren nicht viel geändert. Und damit gebe ich jetzt das Wort weiter an meinen Bruder Viktor aus dem schönen Hamburg. Der sein Mikrofon nicht eingeschaltet hat. Der hat wahrscheinlich gelacht. Ja, das auch. Hallo, moin, moin. Nee, ja, das ist schön, dass ich bei euch wieder dabei sein darf bei der Lesung. Und ich denke, das wäre vielleicht meine Hausaufgabe, dass man mal, wer es als Erste schafft, den Titel jederzeit, zu jeder Uhrzeit aufsagen zu können von dem Buch. Ja, das schaffen wir vielleicht, wenn wir die letzte Lesung machen, aber da sind wir noch ein bisschen weit von weg, ne? Das ist heute die 12. Lesung. Herzlich willkommen, Viktor. Und da würde ich mal sagen, ohne weitere Verzögerung, lass uns mal loslegen. Wir haben einige Seiten vor uns. Wir sind auf Seite 169. Das heißt, wir haben noch 250 Seiten des Buches vor uns. Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für das deutsche Volk, bearbeitet von Theodor Griesinger, zweite Ausgabe, zweiter Band 1866, zweiter Band erschienen 1872. Wir fahren fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Bei schließlich, weil er fängt hier eine neue Geschichte an von dem, was er gerade eben erzählt hat. Wir hatten ja gerade das grüne Unterstrichene hier gelesen, dass also noch nicht einmal der Mord an seinem eigenen Vater als Mord angesehen wird, wenn man große Glücksgüter zu erwarten hätte daraus. Also über die Moral der Jesuiten, ich meine, was soll ich da jedes Mal einen Kommentar drüber geben? Wer das nicht versteht, was hier steht, dass das nichts zu tun hat damit, wie man normalerweise eine Moral haben sollte, wenn man seine Moral misst an der Bibel und an den Werten, die Gott uns gibt, ja, dem ist dann im Grunde auch nicht mehr zu helfen. Ja? Und so sieht man ganz deutlich, dass die Jesuiten ein durch und durch verkommenes Volk sind. Sage ich jetzt mal so ganz knallhart. Ja? So, Theodor Griesinger fährt fort am Ende auf Seite 169 und sagt, schließlich sei es mir erlaubt, über die höchst sonderbaren Lehrsätze, welche die Jesuiten über das Recht der Selbstverteidigung aufstellten, noch einiges zu sagen, indem weder vor ihnen noch nach ihnen je eine ähnliche Theorie aufgestellt worden ist. Die Söhne Loyolas behaupten nämlich, dass man ganz in seinem Rechte sei, gegen einen, von dem man beleidigt wurde,
die schärfsten Repressalien zu gebrauchen, und zwar nicht durch das Mittel der Klage vor Gericht, sondern durch die Wiedervergeltung, also vor allem dadurch, dass man ihm durch Ausstreuung von Verleumdungen Ehre und guten Ruf abschneidet. Tut man das Letztere, also das Ehrabschneiden durch Verleumdung, sagt Tamburin in seinem Dekalogus, so darf man versichert sein, dass man bald viele Leute findet, die auf die Verleumdung schwören. Denn von Natur haben die Menschen viel Lust zur Bosheit und an der Bosheit, und so gerät der Beleidiger in immer größere Unehre, bis endlich jedermann mit Fingern auf ihn deutet. Nun, bevor wir hier mit Hermann Busenbaum weiterfahren, möchte ich noch mal kurz etwas dazu sagen. Was sagt die Bibel dazu? Das ist ja interessant. Was sagt denn die Bibel zu Beleidigungen, Jörg? Wisst ihr beide, auf welche Bibelstelle ich gerade anspiele, wo Jesus Christus über Beleidigungen spricht? Mit der Wange meinst du jetzt, oder? Ja, genau. Eine der meist missverstandenen Bibelstellen überhaupt. Vielleicht kann die ja mal eben einer raussuchen. Ich habe die Schlachterbibel hier online auf, dann können wir da mal rausgehen, weil wir wissen, welche Stelle das ist. Jesus Christus sagt in einem bestimmten Moment im Neuen Testament, wenn dir einer auf die Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere da. Und viele Leute missverstehen das, als dass man sich einfach schlagen lassen soll. Aber es geht darum, dass Jesus Christus sich natürlich davon bewusst war, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind. Und wenn mich ein Rechtshänder auf die Wange schlägt, dann macht er das mit rechts und dann schlägt er mich mit seiner rechten Hand auf meine rechte Wange. Das heißt, er schlägt mich mit dem Handrücken. Und wenn mich jemand mit dem Handrücken auf meine Wange schlägt, dann ist das eine Beleidigung. Ja? Das kennt man ja auch noch aus vielen früheren Filmen. Teilweise haben die Leute ihre Hand genommen und haben denjenigen geohrfeigt oder gebackpfeift, wie man eigentlich hier sagen müsste. Oder aber sie haben ihren Handschuh in der Hand gehalten und haben das mit dem Handschuh gemacht. Das ist eine Beleidigung, mehr oder weniger. Und darauf sagt Jesus Christus, wenn also dich einer so auf die Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere da. Weil man eben diese Beleidigung halt über sich ergehen lassen soll, nach dem Motto von Jung, was willst du eigentlich von mir? Gott richtet am Ende. Was ist mir das denn wurscht, was du von mir denkst, wenn du mich beleidigen willst auf die Art und Weise? Gott wird mit dir später abrechnen. Das ist die Botschaft dieses Textes von Jesus Christus. Und genau da geht es hier drum. Hier geht es um Beleidigung, ja, und Wiedervergeltung, Wille Beleidigung. Mit solchen kindischen Dingen sollte man sich gar nicht als Christ erst abfinden. Da sag mal von, ey Junge, wenn du meinst, hau mich rechts, dann hau mich links auch nochmal. Du musst dich nachher vor dem Herrn verantworten, nicht ich. Ja? Und Ehre ist ja so etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Ne? Vor allen Dingen, wo diese ganzen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Muselmänner in Deutschland leben. Ja, die musst du ja nochmal schief angucken, die fühlen sich in ihrer Ehre beleidigt. Da findet so etwas natürlich noch ein wenig mehr, ich möchte mal sagen, Widerklang in der heutigen Gesellschaft, wenn man sich da über diese Beleidigung äußern muss. Und das ist genau das, was sie hier meint. Und was die Jesuiten mit Beleidigung oder wie sie damit umgehen, ja, dazu äußert sich, wenn auch ein wenig vorsichtiger, der Jesuit Hermann Busenbaum in die schriftliche Gottesgelehrtheit, Buch 3, Abteilung 6, Kapitel 1. Und dort schreibt er, Zitat, Woferne auch jemand ungerechterweise an eurer Ehre angreift und ihr solche nicht anders verteidigen könnt als durch die Ehrabscheidung des eures Beleidigers, so ist euch solches völlig zu tun erlaubt. Jedoch, dass ihr die Wahrheit saget und es nicht weiter treibet, als zur Erhaltung eurer eigenen Ehre erforderlich ist, auch der Person keine größere Beleidigung antut, als euch selbst geschehen und eine genaue Vergleichung zwischen eurem eigenen und dem Werke des Beleidigers machet. Ende Zitat. Weit ungenierter drückt sich Leonard Lepheus aus, wenn er sagt, kurzweg, Zitat, hat euch jemand an eurer Ehre Eintrag getan, so könnt ihr sofort von dem Wiedervergeltungsrecht Gebrauch machen und habt dabei nichts zu beobachten. Nichts, ja? Als dass ihr womöglich die Gleichheit einhaltet. Im allerschärfsten und zugleich klarsten aber ist die Sprache des Benedikt Stadler, der sich folgender Worte bedient. Zitat.
Noch viel mehr ist es in diesem Fall, nämlich wenn man schmählich injuriert worden ist, also verletzt worden ist, erlaubt, den Verleumder durch Entdeckung eines seiner heimlichen Vergehen oder Verbrechen um jenes Ansehen zu bringen, durch welches er bei den anderen Glauben für seine injuriöse Behauptung finden könnte. Auch ein falsches Laster dem Verleumder in eben solcher Absicht anzudichten, ist dann erlaubt, wenn dies das einzige hinlängliche oder schlechterdings notwendige und jedenfalls dienliche Mittel ist, ihm alle Glauben und Kredit im Verleumden zu nehmen. So, eine prächtige Moral. Das wird der Leser sagen. Eine Moral, welche allen göttlichen, bürgerlichen und politischen Gesetzen hohn spricht. Denn wo wollte es hin mit der Ordnung eines Staates, wenn jeder in der eigenen Sache Richter und sogar noch Vollstrecker des eigenen Urteils sein wollte? Wenn jeder, statt Liebe im Herzen zu tragen, wie Christus es befiehlt, nur immer auf Rache sich besänne und ein an ihm begangenes Unrecht durch eine noch schlechtere Tat vergelte. Trotzdem nun aber schon diese Art von Moral und Halbwahnwitzige genannt werden musste, begnügten sich die Söhne Loyolas noch nicht einmal mit derselben, sondern sie gingen vielmehr um ein gut Stück weiter und behaupteten, dass es erlaubt sei, einem Verleumder das Leben zu nehmen. Das ist genau der Punkt, auf den ich mit meinem Kommentar raus wollte. Falls man seine Ehre nicht auf eine andere Weise zu retten vermöge. So sagt der schon weit oben angeführte Pater Eiro, kurzweg, Zitat: Um Verleumdungen schnell abzuschneiden, kann man den Verleumder töten lassen, aber womöglich heimlich, um Aufsehen zu vermeiden. So zitierte der Jesuit Hero seinen Schülern im Kollegium zu Paris anno 1641 folgende Sätze in die Feder. Zitat: Wenn mich jemand bei einem Fürsten, Richter oder anderen Ehrenmann durch falsche Anklage verleumdet und ich auf keine andere Weise meinen guten Namen behaupten kann, als dass ich ihn heimlich meuchelmorde, so kann ich dies von Rechts wegen tun. Hiezu berechtigt bin ich auch dann, wenn das Verbrechen, dessen man mich beschuldigt, zwar wirklich von mir begangen wurde, aber noch dergestalt in den Schleier des Geheimnisses gehüllt ist, dass es durch gerichtliche Untersuchung nicht so leicht entdeckt werden kann. Ende Zitat. Und das ist im Grunde die Basismorallehre, wo es bei den Jesuiten drauf ankommt. Ich schätze mal, dass Escobar jetzt auch nicht viel anderes sagen wird. Weil so lehrte gleich darauf Escobar in seiner anno 1655 erschienenen Moraltheologie, also 14 Jahre später, Zitat, dass es unbedingt erlaubt sei, einen Menschen zu töten, falls die allgemeine Wohlfahrt oder die eigene Sicherheit dies erfordern. Ende Zitat. Und Hermann Busenbaum erläutert diesen Lehrsatz sogar noch dahin, Zitat, dass um sein Leben zu verteidigen oder seine geraden Glieder zu behalten oder seine Ehre zu retten, selbst der Sohn den Vater, der Mönch den Abt und der Untertan den Fürsten morden dürfe. Ende Zitat. So, wenn der Untertan den Fürsten morden dürfe, das erklärt, warum die Jesuiten die Meister des Regizides sind. Ja, im Englischen heißt es Regicide. Regizid im Deutschen, das heißt Königsmord. Das heißt die Umsetzung des jesuitischen Mottos, das wir aus dem Eid kennen, wie ihr euch richtig erinnert, I-N-R-I, Inri. Nicht die Worte, die über Jesus Christus sein Kreuz geschrieben standen, das waren ausgeschriebene Worte, aber die Abkürzung, die in römisch-katholischen Kirchen benutzt wird, auf Jesus Christus seinem Kreuz, und die in Latein bedeuten Justrum Necker Reges Impius. Es ist gerecht, heretische Führer oder Könige zu töten. Das heißt Inri. Und wer das nochmal genauer nachschauen will, der schaue sich bitte meine Lesung an über den Schwur der Jesuiten, wo das am Anfang deutlich erklärt wird. Da kann man das sehr gut raus verstehen. Und dieses Inri, also Iustrum Necer Regis Impius, es ist rechtens, einen heretischen König oder Führer zu ermorden. Deswegen hängen sie diese Plakette Inri über das Kreuz Jesu Christi,
weil für die heidnischen Römer war Jesus Christus ein häretischer König. Der ihre Regierung stürzen wollte. Und daher haben sie rechtens getan, Jesus Christus ans Kreuz zu hängen. Und deswegen steht Inri über den Kreuzen. Und genau das sagt hier Hermann Busenbaum. Ja? Dass um sein Leben zu verteidigen oder seine geraden Glieder zu behalten oder seine Ehre zu retten, selbst der Sohn den Vater, der Mönch den Abt und der Untertan den Fürsten morden dürfe. Wenn der Untertan den Fürsten morden darf, das ist Regizid, das ist Regierungsmord. Das ist das, weshalb die Jesuiten aus vielen verschiedenen Ländern rausgeschmissen wurden. Das muss man sich immer vor Augen halten. Nun, mehr ins Spezielle. Hat einer von euch beiden da eine Frage oder eine Bemerkung zu, oder soll ich fortfahren mit der Lesung hier? Ich hätte da mal einen angebrachten Kommentar. Ja, bitte. Erstens zu dem, dass Jesus, Zitat selber kommt aus Matthäus 5, 39. Okay, dann schlage ich das mal kurz auf. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch deinen Mantel und so weiter. Ja, also, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Das ist genau der Punkt, den ich machte. Danke, Michael, dass du das rausgesucht hast. Und ich hätte dann noch einen zweiten und dritten Kommentar. Ja, bitte, bitte. Und zwar wollte ich jetzt mal hier intervenieren zu dieser Lesung, bevor die jetzt hier völlig abdriftet. Der Begriff Muselmann ist mittlerweile politisch nicht mehr korrekt. Natürlich nicht. Der ist zwar noch im letzten Jahrhundert im Sprachgebrauch im Deutschen wohl vorhanden und erlaubt gewesen, aber inzwischen ist ja alles mittlerweile umgestellt. Und der Gotthold Ephraim Lessing hat diesen Begriff noch in seinem Werk Nathan der Weise 1779 ohne einen Beigeschmack verwendet. Ich zitiere: Du sätest in mir die Samen der Toleranz, deiner Toleranz, denn egal ob Jud, ob Christ, ob Muselmann, alles war dir gleich. Ich bin dafür, dass wir jetzt von jetzt ab völlig politisch korrekt agieren hier, und zwar dann Musikmann sagen, dann kann keiner etwas Negatives dazu sagen, und ich befürchte letzten Endes, dass diese ganze politische Korrektheit, also Political Correctness, eine absolute den absoluten Ursprung auch wieder bei unseren Lieblingsbrüdern ist, nämlich den Jesuiten. Wir könnten jetzt genauso gut den ersten Satz vom Johannesevangelium umzitieren und könnten sagen, im Anfang war die Political Correctness und die Political Correctness war bei den Jesuiten. Und die Jesuiten spielten Gott. Denn, das ist ja, gut ist, gebracht. Ist keine Blasphemie, denn wo soll es denn sonst anders herkommen als von solchen Denkfabriken, dass man letzten Endes eben genau das nicht mehr sagen, die Wahrheit nicht mehr sagen kann, sondern immer drumherum lavancieren muss und Informationen weglassen muss. Ich denke, dass es ganz stark daherkommt, ob jetzt nur Tavistock-Institut ist oder ob es jetzt von Georgetown University kommt, ist ja jetzt eigentlich einerlei, aber dass wir eben die Sprache, also das Wort, was Jesus Christus ist, eben nicht mehr benutzen dürfen und uns gesagt wird, welches Wort wir benutzen dürfen, geht für mich eindeutig in die absolut antichristliche, sprich satanische Liga. Ja. Und in diese Richtung. Ja. Und deswegen ist es für mich einfach nur noch nachvollziehbar zu sagen, stopp Leute, wenn ihr die Wahrheit nicht ertragen könnt, da fängt die Political Correctness eben an. Es gibt halt einfach Begrifflichkeiten, die sind eigentlich ziemlich wertfrei. Und ich habe da jetzt sonst nichts zu sagen, aber ich denke, die haben es halt letzten Endes auch ausgefuchst, denn im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. So, und wenn man das Wort wegnimmt, ja, die Wahrheit wegnimmt, dann nimmt man Jesus Christus einfach weg. Das ist richtig. Das war mein Two Cents, mein Comment. Ja, ich muss da ganz ehrlich mal eben zu sagen, zu dieser politischen Korrektness, da kann ich nur zu sagen, ich habe mir da gerade mal eben so einen Satz ausgedacht. Ich war letztens in einem deutschen Restaurant und habe bei einem Kellner, der ein Neger war, ein Zigeunerschnitzel bestellt, nur um dem Muselmann gegenüber zu zeigen, dass ich gerne Schweinefleisch esse. So viel dazu, was ich von dieser politischen Korrektness und dem Weglassen dieser Begriffe halte. Ob das Muselmann ist oder ob das Zigeunerschnitzel ist oder ob das
was auch immer jetzt ist, Neger zum Beispiel, genau dasselbe, ja, ich bin mit Negerküssen groß geworden, ich esse immer noch Negerküsse, ja. Wenn ich sie dann essen würde. Ich esse sie nicht, weil das Eiweiß drin ist. Ich meine, so viele Jahre zurück. Ja, diese politische Correctness, die kann mir mal den Buckel runterrutschen, wie man so schön in Altdeutsch ein Schimpfwort dazu sagt. Ja, aber es wird die Wahrheit nicht mehr ausgesprochen. Und deswegen ist es für mich halt ganz logisch, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass die Bibel auch auf politische Correctness untersucht wird. Ja, auf anderen Kanälen wird die Wahrheit nicht mehr ausgesprochen, Michael, da hast du recht. Aber auf diesem Kanal wird sie ausgesprochen bleiben, solange dieser Kanal zumindest in Existenz ist. Ja. Ja. Das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Ja, ich werde mich da in der Hinsicht nicht anpassen. Und, es geht nicht darum, irgendwie zu rebellieren oder so, aber es geht darum, den Leuten die Dinge so deutlich zu sagen, wie sie sind. Und ich rede nicht um den heißen Brei rum. Und wir sind nicht alle gleich, wir sind nicht alle dasselbe. Gerade eben im Hamburg-Journal hatte ich kurz reingeguckt, meine Mutter hatte das geguckt, da hatten sie einen Bericht gegeben von Mümmelmannsberg. Und Mümmelmannsberg, da leben anscheinend nur noch Farbige, also nur noch Neger, weil das ist da echt nur noch schwarz. Und jetzt haben die da so ein neues Motto angefangen, jetzt fangen die da jedes Mal an zu singen, wenn da ein Kind geboren wird. Immer irgendwie das gleiche Lied. Und dann kommt da so eine Frau und sagt in gebrochenem Deutsch, ja, wir sind doch alle dasselbe und das ist doch alles schön, das ist alles gleich hier. Die ganze Individualität wird weggenommen. Und das ist genau die Politik des Antichristen. Dadurch kann man die Grenzen der Nationen wegnehmen, kann man das alles verschmelzen und dann kommen wir zu diesem, zwischen Anführungszeichen, globalen Dorf, wo der Papst immer so gerne von spricht, dass wir eben alle nur noch gleich sind. Wenn Jesus Christus sagt, dass wir alle gleich sind, dann hat er darauf einen ganz anderen Bezug. Jesus Christus nimmt mit der Gleichheit unsere Individualität nicht weg, weil er meint, dass wir alle auf einem gleichen Stand sind. Aber wir sind nicht alle gleich, wir haben unsere Individualität. Das Antichristensystem wiederum dreht dieses genau um und sagt, nee, wir sind alle gleich, nicht auf dem gleichen Stand, sondern wir sind alle gleich. Wir müssen alle gleich denken, alle gleich sprechen. Politische Correctness, wie Michael so schön gesagt hat, ja, politische korrekte Ausdrücke gebrauchen, ja, nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen, sondern, wie heißt das heutzutage, Balkansteak oder was? Weiß ich gar nicht, ist ja sowas nicht mehr. Und Neger darf man nicht mehr sagen, sondern das ist ein Pigmentgehandicapter oder wie sagt man das? Also, ich hoffe, dass ihr versteht, worauf das hinausgeht. Das ist jetzt ein kleiner lustiger Ausritt, mal kurz aus diesem Buch. Aber es geht ganz einfach darum, und das ist ein Punkt, den Michael sehr gut gemacht hat, wenn man diese Ausdrücke, wie sie schon immer in unserer Sprache vorhanden waren, uns wegnimmt, nimmt man uns die Sprache weg, nimmt man uns das Wort weg. Und das Wort ist Jesus Christus. Der ist die Wahrheit. Und ich persönlich habe da in meinen jungen Jahren, als ich Neger gesagt habe, nie was Negatives dran gefunden. Es war erst durch andere Leute impliziert worden, da das Wort Neger einen schlechten Klang hat. So, und wenn man sich das natürlich aufindoktrinieren lässt, ja, dann lebt man damit. Für mich hatte das nie einen schlechten Klang. Davon mal ganz abgesehen. Hast du da jetzt noch einen Kommentar zu, Michael, oder fahren wir weiter in dem Buch? Ich hatte das Mikro schon gemutet. Ja, also kein Kommentar. Gut, ja. Dann fahren wir weiter. Mehr ins Spezielle ging der Pater Franziskus Lamy ein. Wenn er in Band 5 seiner Werke sagt, Zitat, es kann nicht geleugnet werden, dass Geistliche und Ordenspersonen vor allem darauf angewiesen sind, die Ehre und das Ansehen zu behaupten, welches ihnen ihr tugendsames Leben sowie ihre wissenschaftliche Bildung verleiht. Dieses Ansehen macht sie vor den Augen der unter ihrer Obhut stehenden Laien ehrwürdig, und wenn also einer von ihnen dasselbe verliert, so kann er weder mehr Nutzen schaffen, noch einen Gewissensrat abgeben. Demgemäß ist es eine ausgemachte Wahrheit, dass die Geistlichen um jeden Preis ihre Ehre und ihr Ansehen retten müssen, selbst um den Preis des Lebens der sie beleidigenden Personen. Ja, hiezu, das ist zur Beseitigung ihrer Verleumder, sind sie sogar verpflichtet, wenn sie sich bloß durch dieses Mittel sicherstellen können, und ist dies besonders dann der Fall, wenn der Verlust ihrer Ehre den ganzen Orden zur Schande gereichen würde. Ende Zitat. Ganz dasselbe aber mit sündigeren Worten oder mit bündigeren Worten, also ein bisschen zusammengefasster, lehrt der Vater Henriques in seiner Summa Theologica Moralis aus Venedig im 16. Jahrhundert oder 1600 im Jahr 1600 selbst.
Wird ein Geistlicher, so heißt es da etwa, bei einer Frau, mit welcher er ein Liebesverhältnis hat, vom Manne im Ehebruch ertappt und er tötet diesen, um seine Ehre und sein Leben zu verteidigen, so ist er nicht nur ganz in seinem Rechte, sondern er wird dadurch auch nicht unfähig, seine geistlichen Verrichtungen nach wie vor auszuüben. Ende Zitat. Jetzt stellt euch aber mal vor, es ist umgekehrt. Der Ehemann tötet den Geistlichen. Dann schreien die Jesuiten aber Mord und Totschlag. Ja? Hatten wir doch, glaube ich, vorher in diesem Buch schon mal einen Fall gehabt, wo das vorgefallen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Micha, erinnerst du dich daran, dass wir diese eine Lesung hatten, wo dieser Bauer doch unter dem Bett aufgelauert hat, als der Pater kam und mit der Frau des Bauern geschlafen hat? Ja. Ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Dann ist das auf einmal ganz andersrum. Aber hier sagt dieser Jesuit tatsächlich, wird ein Geistlicher bei einer Frau, mit welcher er ein Liebesverhältnis hat, vom Manne im Ehebruch ertappt und er tötet diesen Mann, um seine Ehre und sein Leben zu verteidigen, so ist er nicht nur ganz in seinem Rechte, sondern er wird dadurch auch nicht unfähig, seine geistlichen Verrichtungen nach wie vor auszuüben. Also, während die Jesuiten auf der einen Seite uns lehren wollen, wir sind alle dasselbe, wir sind alle gleich, stellt sich der Klerus ganz deutlich auf ein Podest über all die Menschen. Und für die gelten andere Rechte und andere Moraltheologien. Und die sind genau das Thema der heutigen Lesung. Und das geht so weit, dass man bis in den Sprachgebrauch manchmal abfallen muss, ja. Nun, weit allgemeiner gehalten, fährt der Autor fort, sind die Lehrsätze des famosen Sanchez. Und er behauptet frischweg, dass es erlaubt sei, jeden umzubringen, welcher eine ungerechte Klage vor Gericht gegen uns, also die Jesuiten, anbringe, oder falsch Zeugnis gegen uns ablege, sobald wir versichert seien, dass für uns dadurch ein großer Schaden entstünde. Also, aus der Moraltheologie des Sanchez, das muss man sich nochmal durchlesen hier, ja? Er behauptet frischweg, dass es erlaubt sei, jeden umzubringen, welcher eine ungerechte Klage vor Gericht gegen uns anbringe oder Falschzeugnis gegen uns ablege, sobald wir versichert seien, dass für uns dadurch ein großer Schaden entstünde. Nun ist die Frage, wer bestimmt denn, ob eine Klage gegen die Jesuiten gerecht oder ungerecht ist? Ich erinnere mal an den Fall in 1762, wo durch Lavalette ja in Frankreich geklagt wurde und die Jesuiten ihre Konstitution, ihre Verfassung offenbaren müssten. Das ist im Grunde so ein Fall, wo man darüber überlegen kann, wer bestimmt jetzt, ob etwas gerecht oder ungerecht ist, eine gerechte Klage oder eine ungerechte Klage, dass man das jetzt dafür gebrauchen könnte, um eben die Leute aus dem Weg zu räumen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen, was hier steht. Man muss sich das mal vorstellen, weil die Moral, die hier zugrunde liegt, ist ja nicht die Moral Gottes, es ist die Moral des Teufels. Und wer bestimmt denn, ob eine gerechte oder ungerechte Klage ist? Ja, das ist natürlich in höchster Instanz der Gott. Nur sprechen wir dann hier nicht vom Gott der Bibel, sondern wir sprechen von dem kleinen Gott in Rom. In seinem weißen Kleid auf dem goldenen Stuhl mit seinen roten Schuhen. Ja? Und der bestimmt, ob eine Klage gerecht ist oder ungerecht ist. Und wenn der Mensch urteilt, das ist ungerecht, dann hat man also sogar das Recht, diese Leute einfach umzubringen. Und damit, mit anderen Worten, Schaden für den Jesuitenorden in diesem Fall abzuwenden. Nicht Deutschland, Deutschland über alles, sondern Jesuitenorden, Jesuitenorden über alles, heißt es hier. Da geht es im Grunde drum. Und sobald man anfängt, den Jesuitenorden zu entblößen, zu enttarnen, bloßzustellen, für was er ist, seine Wirkung bloßzustellen, genau das, was Theodor Griesinger mit diesem Buch hier macht, damit macht man sich im Grunde im Auge der Jesuiten vogelfrei. Weil es entstünde ihnen dadurch ein großer Schaden. Weil, stellt euch mal vor, da würden genug Leute diese Videos hier schauen und würden verstehen, wie der Jesuitenorden gemacht ist, wie er entstanden ist, wie er sich zusammensetzt, was seine Ziele sind, was seine Wirkungen sind, ja? Vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit, wie das Buch hier heißt, ja? Man muss da mal eben bei stillstehen. Ja, wenn von euch nichts kommt, dann lese ich mal weiter.
Dergleichen Mordtaten, fährt der Autor fort in einem Zitat, könne man keine eigentliche Totschläge, sondern nur erlaubte Notwehren nennen. Jedoch müsse man, ehe man den Totschlag begehe, von der beabsichtigten Beleidigung des Feindes eine sichere Überzeugung gewinnen. Ende Zitat. Am allerklarsten übrigens spricht sich über diesen Punkt der schon so oft angeführte Benedikt Stadler aus, indem er, und die, den Brunnen lasse ich jetzt eben weg, sich folgendermaßen vernehmen lässt. Zitat. Einer schweren Schmach bringenden Realinjurie, das ist aber ein hochgestochenes Deutsch, einer schwere Schmach bringenden Realinjurie, zum Beispiel einem Stockstreicher, einer Maultasche und so weiter, ja, Maultasche, das nennen wir heutzutage, glaube ich, Backpfeife oder Ohrfeige, darf man, wenn sie nicht auf andere Weise vermeiden kann, durch Ermordung des Beleidigers zuvorkommen. Doch rät die christliche Liebe, sich dieser Notwehr zu entschlagen, sofern aus solch einer christlichen Geduld nicht gar zu schwere Übel für uns und andere mit uns verbundene Personen hervorgehen. Andern schweren Beleidigungen, insbesondere Verleumdungen, ist es zwar insgemein nicht, wohl aber dann erlaubt, durch Ermordung des Verleumders zuvorzukommen. Erstens, wenn es mit Gewissheit vorhergesehen wird, dass der falsche Verleumder bei den Menschen Glauben findet. Zweitens, wenn er uns dadurch alle anderen Mittel der Ehrenrettung abschneidet. Und drittens, wenn wir dadurch die Ermordung des Verfeindes, wenn wir durch die Ermordung des Feindes nicht Gefahr laufen, Schande zu erleiden. Ende Zitat. Solche und noch andere ähnliche Lehrsätze stellten die Söhne Loyolas in ihren Moraltheologien auf. Und nun, oh lieber Leser, frage ich dich, hatte die Menschheit, als sie dies erfuhr, nicht die vollste Ursache, bis zum Tode darüber zu erschrecken? Ja, musste sie nicht mit förmlichem Entsetzen erfüllt werden, wenn sie bedachte, dass die Jugend Europas, welche großen Teils der Erziehung der Jesuiten anvertraut war, in solchen abscheulichen Grundsätzen herangebildet wurde? Eine schöne Parallele, die man nach heute ziehen kann, ne? Die ganzen Schulen, das ganze Ausbildungssystem, das Schulsystem, das Universitätssystem ist alles in römisch-katholischer und hauptsächlich in jesuitischer Hand. Es sind jesuitische Professoren und Doktoren, die die Lehrbücher für die Schulen schreiben. Ja? Musste dann nicht mit förmlichen Entsetzen die Menschheit erfüllt werden, wenn sie bedachte, dass die Jugend Europas, welche großenteils der Erziehung der Jesuiten anvertraut war, in solchen abscheulichen Grundsätzen herangebildet wurde? Das ist die Moral, die unseren Kindern in der Schule gelehrt wird. Das ist der Grund, weshalb Martin Luther 1520 sagte, wenn wir nicht unsere Kinder tagtäglich im Evangelium unterrichten, dann werden die Schulen zu weit geöffneten Pforten der Hölle werden. Genau das ist der Grund, weshalb Martin Luther das sagte. Und das ist seit über 200 Jahren gang und gäbe und normal. Und dann wundern wir uns über eine Verrohung der Jugend, wenn diese Moraltheologien in der Schule gelehrt werden? Über ja, die Eltern blicken ja selber nicht durch. Ja, es ist immer fortlaufend. Im Endeffekt wird ja in der jetzigen Generation dasselbe fortgeführt, was in der letzten und vorletzten etc. Generation ja schon angefangen worden ist. Es verschlimmert sich halt einfach noch mehr. Aber deswegen sehen die meisten Eltern ja halt einfach da gar nicht die Ursache, weil die selber so erzogen worden sind. Die Daumenschraube wird nur ein wenig fester gedreht. Ja, aber es ist ja eben keine andere. Das heißt, es fühlt sich immer noch genauso gut an, wie man es aus der eigenen Schulzeit her kannte. Und ich sehe das ja auch mit einem Gespräch mit anderen Eltern. Da ist einfach überhaupt kein Ansatz zum eigenen Denken, zum Hinterfragen da, sondern die können halt einfach nicht verstehen, warum die Lehrpläne so aussehen, warum der Lehrer jetzt dieses und jenes durchmacht, verstehen gleichzeitig nicht, dass der Lehrer eben nicht derjenige ist, der den Lehrplan aufstellt. Ja, da verzweifle ich immer so ein bisschen dran, weil die Leute sehen halt auch wiederum nur den Schauspieler, der da vorne steht und nicht das Stück, was dahinter gespielt wird. Ne? Ja. Das ist vollkommen richtig, ja.
diese Daumenschrauben, die man selber fühlte, als man damals im Schulsystem war, die werden heute nur ein wenig mehr angezogen. Mit anderen Worten, wir sind alle Frösche, die im kalten Wasser sind und das Wasser wird mehr und mehr heißer gestellt und wir merken es alle nicht, weil wir alle da zusammensitzen in dem großen Pott. Ja. Ja, und die Kinder werden ja nur dafür drauf gedrillt, auswendig zu lernen, Vokabeltests zu schreiben, Diktat zu schreiben, also im Endeffekt etwas Gehörtes wiederzugeben und aus dem Gedächtnis abzurufen. Aber es steht nicht zur Auswahl oder am besten auch noch Multiple Choice, wo die Antworten vorgegeben sind. Es steht aber nicht zur Auswahl, außer in ganz wenigen künstlerischen Fächern, eventuell mal in Deutsch oder so. Finden Sie eine alternative Lösung und begründen Sie diese. Ist nicht Lerninhalt. Lerninhalt ist erworbenes sogenanntes Wissen einwandfrei rezitieren, vortragen zu können. Um nichts anderes geht es. Eigentlich geht es meiner Meinung nach darum, den eigenen Geist möglichst irgendwo hinten anzustellen oder abzutöten, auf jeden Fall so zu dressieren, dass man die Lösung der Aufgabe in irgendeinem Schulbuch findet, aber bloß nicht selber sucht und bloß keine alternativen Wege beschreitet. Es fängt schon damit an, bei Grundrechenaufgaben den Taschenrechner gebrauchen zu müssen oder zuzulassen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das heute ist, aber als ich damals in der Grundschule war, da hat uns die Lehrerin Rechenaufgaben an den Kopf geworfen, um jetzt mal zu sagen, 6 mal 7, irgendwas. Und derjenige, der am schnellsten die richtige Antwort gerufen hat, der hat einen Punkt gekriegt und am Ende wurden die Punkte zusammengezählt. Und ich war immer Zweitbester. Manchmal Bester, aber oftmals Zweitbester. Der Hermann war immer besser als ich. 12 mal 8. 96. Ja, okay, das ist gut. Aber das Thema ist aber, es ist genau wie in der Politik auch, die Leute sehen nur die Schauspieler. Die Leute sehen halt einfach nur die Leute, die halt da vor der Klasse stehen oder die vorm Rednerpult stehen. Kannst du eins zu eins übernehmen, ist genau dieselbe Soße. Und es hinterfragt eben keiner, wer die Lehrpläne schreibt, warum die Universitäten so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Keiner hinterfragt das System. Niemand. Das stimmt. Ist immer so gewesen, kriege ich dann zu hören, ist Tradition und haben wir doch früher und hast du keine Chance, weil du stehst mit deiner Meinung gegen 1000 andere. Das geht schon 100.000 Jahre gut, dann geht es die nächsten 100.000 Jahre auch noch gut, ne? Genau, hier im Rheinland gibt es so einen Spruch, der heißt, es ist noch immer gut gegangen. Zu Deutsch, es ist noch immer gut gegangen. Ja, den Spruch habe ich auch schon mal gehört, das kommt aber aus der Kölner Ecke, ne? Genau. Und das Thema bei der Geschichte ist, wie gesagt, der Lehrer ist letzten Endes auch nur jemand, der das Stück nicht geschrieben hat, sondern das Stück nur spielt. Und letzten Endes sich an seine Inhalte halten muss. Und wenn er es nicht tut, dann fliegt er. Ja. Und deswegen, wir können nicht auf den Lehrern rumtrampeln. Nee, wir müssen auf den Leuten rumtrampeln, die Bücher schreiben, natürlich. Ja, das ist ganz logisch. Ich habe jetzt aktuell jemanden, der Geschichte studiert auf Lehramt. Mit dem brauche ich über Geschichte nicht zu reden. Er hat nur seine Bücher und er würde niemals auf den Gedanken kommen, da auch nur irgendeine Frage zu stellen, denn er möchte gerne sein Studium da bestehen. Alles andere ist für den gar nicht existent. Es ist halt letzten Endes so, dass die Geschichte halt, dass die Leute, die studieren halt und auch in einem Alter sind, in dem die gar nicht selbsttätig denken, weil die noch keine Lebenserfahrung haben. Jemand, der 19 und 20 Jahre alt ist und Geschichte studiert, ja, dann stell dir doch einfach mal vor, in welchem System der groß geworden ist. Ja, für den ist Merkel die eiserne Kanzlerin. Ja, ist doch so. Ja, ja. Ja, die Leute haben ja keine Lebenserfahrung und es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter und ich will die Gläser von Griesing jetzt gar nicht hier abdriften lassen. Ich würde einfach mal sagen, wir lesen mal weiter. Oder du liest mal. Das hat ja auch mit Abdriften nicht so viel zu tun, aber ab und zu ist es mal wichtig, dass man ein bisschen die Ausschläge zeigt, die, was er hier in Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, welche Auswirkungen das heutzutage in 2018 hat bei uns. Und manchmal holst du sehr interessante Punkte an, meistens eigentlich bis jetzt immer, und ich wohl auch manchmal, und Victor auch, wenn er mal den Mund aufkriegt. Und dann sind da einige Leute sicher, die da mal irgendwann drüber stolpern und die vielleicht mal nachdenken von, hey, da sagt er aber gerade was, da hat er aber irgendwie nicht ganz Unrecht. Wenn etwas so und so lange gut war, warum soll es dann heute auf einmal schlecht sein? Hat sich denn die Bedeutung geändert von dem, was wir sagen? Oder hat sich nur das Verständnis davon geändert? Ist es nur auf einmal in einer anderen Umgebung nicht mehr politisch korrekt, um nochmal auf die Ausdrücke zu hinzukommen, die wir vorhin gebraucht hatten?
Ja? Und hier mit diesen Grundsätzen, diesen Moralgrundsätzen ist das doch irgendwo dasselbe. Ich meine, wenn wir lesen, dass diese Moralgrundsätze der ganzen Jugend Europas gelehrt werden, dann müssen wir uns doch nicht mehr wundern über eine Verrohung der Gesellschaft, oder? Das ist genau der Punkt. Und das Der ist doch Punkt. genau der Punkt. Die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft, einerseits durch diese Erziehung, also ich spinne das jetzt noch mal ein bisschen aus und beteiligt euch da bitte dran. Einerseits durch die Erziehung und andererseits auch dadurch, dass dann gewalttätige Computerspiele oder PlayStation, was weiß ich da, wie nennt man diese Konsolen, diese Spielkonsolen, gewalttätige Spiele da sind. Ich meine, so viele Jahre zurück, ich meine, das ist ja jetzt schon fast Geschichte, dieses Spiel. Als mein Sohn klein war, da gab es dieses Spiel GTA, Grand Theft Auto, ja, großer Autodiebstahl. Da haben Kinder von meinem Sohn damals, 12, 13 Jahre, an der Spielkonsole gesessen und haben Leute blutig gedroschen, haben Prostituierte blutig gedroschen, weil die nicht rechtzeitig bezahlt haben und haben mit ihrem Auto Leute überfahren. Und wenn man dann versteht, dass in der Schule auch noch solche Moraltheologien gelehrt werden, wie das, was wir hier gerade von Griesinger lesen. Und man nimmt das in den Zusammenhang, also diese moraltheologische falsche Lehre, Computerspiele, mit denen die Kinder bereits im frühen Alter verrohrt werden. Wenn man sich dann anguckt, was im Fernsehen läuft, was man ja eigentlich gar nicht gucken sollte, sondern sollte diesen satanischen Familienaltar rausschmeißen. Aber wenn man ihn hat und sich dann anguckt, was da läuft, auch oftmals zur Sendezeit von, wo Kinder mitschauen, da muss man sich doch im Grunde gar nicht mehr wundern, wo die Gesellschaft heutzutage hingeht. Und dass das, wo wir hingehen, und zwar gemeinschaftlich als, sagen wir jetzt mal, deutsches Volk oder belgisches Volk oder was auch immer, und auch individuell, dass wir uns auf die Art und Weise, und das ist der Punkt, auf den es hinausläuft, liebe Brüder und Schwestern, dass wir uns mehr und mehr von Gott entfernen. Ja, ich habe deswegen, mir tun halt einfach die Leute leid, die da dauernd die ganze Prügel einstecken müssen. Ja, also zum Beispiel die Lehrer. Ich meine, die haben sich klar den Beruf ausgesucht. Man hat sie wahrscheinlich nicht dazu gezwungen. Aber im Endeffekt stehen die am letzten Glied der Nahrungskette. Ja, und ich habe also jetzt auch, ich achte mittlerweile immer mehr auf Sprache. Deswegen weiden wir uns ja alle drei hier immer an den Ausführungen, an der prosaischen Ausführungen von dem Herrn Griesinger. Und ich habe also beispielsweise einen Freund, der ein Zeitschriftenabonnement hat. Und daran erkenne ich halt einfach, das Problem sind nicht die Zeitschriften, die diese Sprache benutzen oder die Auflage der bekannten, berühmt-berüchtigten Bildzeitung. Nein, das Problem sind die Leute, die diesen Scheiß kaufen. Und ich habe also jetzt, gestern ist mir etwas aufgefallen, weil gestern ein Freund von mir sein Abonnement da wieder Post bekommen hat. Und ich würde gerne mal diese Zeitschrift mal ganz kurz mal eben einblenden mit deinem Einverständnis. Ist wirklich nichts, nichts Fieses. Gerne. Ja, dann teile ich mal eben. Und ich gucke mal eben, wo ich es habe. Da ist es. So, kann man jetzt hoffentlich sehen. Ja, du musst deinen Schirm teilen auf Skype, dann geht mein Schirm teilen weg. Da musst du deinen Schirm teilen drauf machen. Schirm teilen. So. Ich hoffe, das geht jetzt. Kann man was sehen? So nuckelt's? Ja. Okay. Da sieht man hier in der Mitte Sportauto. Das ist eine Automobilzeitschrift. Ne? Da Der wird jetzt der. französische Automotor und Sport ist das, ja. So, da steht jetzt hier drauf, der Test des neuen Lamborghini, bla bla bla. Laut, brutal, schnell. So, jetzt Aufgabe, suche ein positives Adjektiv. Ist nämlich keins drin. Ist keins drin. Laut ist negativ, weil es ist Lärm. Ja, brutal ist Gewalt und schnell kennen wir alle, der Teufel hat nur eine kurze Zeit. Ihm bleibt nur eine kurze Zeit. Und wenn ich mir dieses Auto dann auch mal so angucke, dann habe ich die Assoziation. Und das ist das, wo die Leute drauf stehen. Laut, brutal, schnell. Und es hat eben nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Man kann in dem Auto keinen mitnehmen. Man kann sich nicht gut, man kann sich nicht unterhalten. Man kann sich nicht irgendwie die Gegend angucken, großartig. Nein, es geht einfach nur darum, dass derjenige, der da drin sitzt, sich so fühlt wie ein kleiner Gott. Und dabei will ich jetzt nichts gegen irgendwelche Sportwagenfahrer sagen. Ich war selber mal einer. Aber das Thema ist, dieser Titel und diese Objektbeschreibung hat mich echt mitten getroffen. Ich habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein.
dass jemand mit dem Wort brutal auch noch wirbt. Laut, brutal, schnell. So, damit gebe ich wieder das Wort weiter, sonst rege ich mich wieder über diesen ganzen Mist, den ich mir jeden Tag angucken muss, wieder auf. Okay, dann teile ich jetzt wieder meinen Schirm und dann hatten wir das Bild gesehen, Michael. Dankeschön dafür. Viktor, hast du vielleicht auch noch eine Meinung zu dem, was wir jetzt gerade hier so alles gerade eben besprochen haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da keine zu hast. Ja, also an einigen Stellen hätte ich jetzt vielleicht noch mal was ergänzt. Also ja, bitte, tu dir dann keinen Zwang an. Ja, also was mir nochmal so aufgefallen ist, natürlich auch im Laufe der Jahre ja auch viele Sachen, die man in der Schule gelernt haben, die plötzlich jetzt nicht keine Gültigkeit mehr haben. Mir ist das damals auch aufgefallen, dass man die Sprache an sich ja auch verändert hat, immer wieder mal, also durch diese sogenannten Rechtschreibreformen. Und mittlerweile habe ich aber auch schon oft an einigen Stellen gemerkt, also es ist dann gewisserweise dann auch doch schon wieder so ein Widerspruch, ne? Also man sagt ja heute zum Beispiel nicht mehr zum Pöbel, der ist blöd oder ne, der hat nichts auf dem Kasten, sondern die sind dann halt bildungsfern. Und ja, dann gibt es ja auch so ein ausgedehntes Bildungsfernsehenprogramm, ne? Und ja, da sieht man dann halt auch schon, wo das dann hinführt, wenn man die grundlegende Sprache, die man mal irgendwo ja festgelegt hat, dann immer weiter, wie das dann entartet. Und was mir noch aufgefallen ist, natürlich auch jetzt mittlerweile immer mehr, wo ihr auch richtig angeführt hattet, zum Beispiel in der Schule wird letztendlich vieles nur noch auf auswendig Lernbasis oder beziehungsweise darauf läuft es dann hinaus, dass den Schülern ja nicht mehr selbstständiges Denken beigebracht wird, also beziehungsweise ja eigentlich auch so, wie wir auch zum Teil Geschichte studieren oder analysieren, sondern es wirklich nur noch darum geht, gewisse Jahreszahlen und damit verbundene Ereignisse auswendig zu lernen. Namen, aber man, Daten und Orte musst du genau, lernen. Aber man niemals Zusammenhänge und schon gar nicht, dass man auch auf der Basis der Bibel mal in Relation oder das, wo das denn korreliert, dass es dann letztendlich auch dazu führt, dass die jungen Menschen sich, was so ich auch beobachte, leider sich dann auch häufig nur noch ja auf diese Falschlehren sich ja auch dann nur noch reduzieren. Ne? Also häufig, was ich sehe bei Frauen oder bei den Mädels, dass die auch in jungen Jahren schon dann auf einmal anfangen, dann, wenn sie dann auch diese Pubertät dann auch dick Schminke auftragen und sich eine Maske aufsetzen sozusagen und sich dann auch wirklich dann durch das Leben zum Teil auch hinweg durch dann nur noch auf ihr Äußeres reduzieren. Und ja, wo das hinführt, ich denke, das können wir alle sehen, ne? Den Abfall, die Übel und Abgründe, die damit einhergehen. Es geht für die Leute nicht darum, ein System zu verbessern oder in Frage zu stellen, sondern es geht für die Leute nur darum, in diesem System bestmöglichst zu funktionieren, die Belohnung sich abzuholen. Es geht nicht darum, in irgendeiner Art und Weise dieses System in Frage zu stellen. Es geht nur darum, um die schnellstmöglichste Befriedigung unter Einsatz aller Mittel. Ja, also, sind wir beim jesuitischen Motto. Ne? Ja, dafür muss ich meine Individualität abgeben. Dafür muss ich meine Identität abgeben. Ja, und dafür müsste ich vielleicht mal gegen den Strom schwimmen. Und das wird mir halt so madig gemacht, dass sich das kein Mensch mehr traut. Ja, und deswegen kommen wir zum jesuitischen Motto, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ja, ganz richtig. Jesuitisches Motto, da kommen wir immer wieder drauf zurück. Ja. Interessant, dieser kleine Ausflug, den wir hier gemacht haben. Aber wirklich, nochmal den letzten Satz. Ich möchte, dass meine Leser sich diesen letzten Satz mal wirklich eben mal das Video vielleicht selbst eine Sekunde stoppen und dann mal drüber nachdenken, was hier steht. Ja, musste sie nicht mit förmlichen Entsetzen erfüllt werden, wenn sie bedachte, dass die Jugend Europas, welche großenteils der Erziehung der Jesuiten anvertraut war, in solchen abscheulichen Grundsätzen herangebildet wurde, wo wir doch die Jugend in den
Grundsätzen der Bibel heranbilden sollten und nicht nach den Grundsätzen der Jesuiten und ihrer verworfenen Moraltheologie, um das jetzt mal hier zum Abschluss zu bringen? Überdies zeigte es sich nicht nur allzu deutlich in der Praxis, welche furchtbare Konsequenzen jenes jesuitische Lehrsystem nach sich zog, und berief sich nicht zum Beispiel der Pfarrer Niembauer, welcher die Anna Eichstätter, weil sie mit gewissen Enthüllungen drohte, kaltblütig ermordete, zu seiner Rechtfertigung auf Stadlers christliche Sittenlehre. Ha! Und solcher Riembauers, welche erklärten, Morden sei erlaubt, wenn man seine Ehre und seinen guten Ruf in Gefahr sehe? Gab es deren nicht ohne Zweifel im Geheimen noch eine schwere Menge, nur mit dem einzigen Unterschiede, dass sie ihre Morde besser zu verschleiern und zu verborgen zu halten verstanden? Ein grässlicher Gedanke, der jeden Vater, wenn er an das Seelenheil seines den Jesuiten übergebenen Sohnes dachte, erzittern machen musste. Genauso sollte jeder Vater heute zittern, wenn er dazu gezwungen wird, sein Kind in eine öffentliche Schule oder eine Privatschule einzuschleusen, anzumelden, in der er dann diese jesuitische Lehre von vorne bis hinten, von morgens bis abends eingetrichtert bekommt. Genau das ist der Punkt. Doch nicht bloß aus diesem Grunde erhob sich ein allgemeiner Schrei des Unwillens gegen die Belassung der deutschen Jugend in den Händen der Söhne Loyolas, sondern auch deswegen, weil man jetzt nach genauerer Untersuchung entdeckte, wie wenig sie der wirklich wissenschaftlichen Erziehung leisteten und wie verkehrt, fehlerhaft und gemeinschädlich ihre ganze Methode sei. Sie suchten, sagt in dieser Beziehung der berühmte Historiker Spittler, welcher den Nagel meist mit wenigen Worten auf den Kopf trifft, sie suchten allen Unterricht des Volks und der Studierenden an sich zu reißen, und es gelang ihnen dies auch für eine geraume Zeit, aber sie lehrten die Wissenschaften mit Beseitigung der edelsten Partien derselben, das heißt alles dessen, was den Verstand aufklären und die Gesinnung des Herzens erheben und veredeln, alles dessen, was des Papsttums und des Jesuitismus Blößen nur irgend aufdecken konnte. Ja, nicht einmal den guten Geschmack beförderten sie, und das Jesuitenlatein ist ohnehin überall zum Sprichwort geworden. Ende Zitat. In der Tat mussten sich ihre Gymnasialschüler 8, 9 und noch mehr Jahre mit den grammatikalischen Regeln plagen, ohne je die lateinische oder griechische Sprache gründlich zu erlernen. Und mit dem Geiste der lateinischen oder griechischen Schriftsteller wurden sie ohnehin nie bekannt, da die Söhne Loyolas alle diese Schriftsteller, ehe sie dieselben ihren Zöglingen zum Lesen gaben, vorher gründlich kastrierten. Dagegen wurde den Zöglingen eine große Fertigkeit und Gewandtheit besonders im Ausdruck des Lateinischen beigebracht, denn dieses war ja im 17. und 18. Jahrhundert die allgemeine Diplomaten- und Gelehrtensprache. Überdem übte man über die Jungen schon sehr früh im Disputieren und in der Reden, damit sie im späteren Alter als sophistische Klopffechter exzellieren und durch keinerlei Einwendung aus dem Sattel zu heben wären. Diese Kunst aber, man nennt sie auch Dialektik, gab ihnen einen Schein der Bildung und des Wissens, einen Schein der Bildung, keine Bildung, aber den Schein, der jedenfalls die große Menge blendete und heutzutage noch blendet. Und was wollte man weiter, wenn nur dies Resultat erreicht wurde? Für die Kenntnis anderer Sprachen als des Lateinischen und Griechischen geschah in den sämtlichen Jesuitenschulen wenig oder gar nichts. Und insbesondere wurde auch die jeweilige Landessprache total vernachlässigt. Da, wenn ich mir angucke, wie die Leute heutzutage Deutsch sprechen, wird die auch vernachlässigt in Deutschland. Also da kann ich doch mal ganz kurz auch was zu sagen. Also ich weiß ja zumindest, dass es zu meiner Zeit ja auch so war, da gab es dann diese Wahlpflichtfächer. Ne? Das ist ja auch nochmal so, wieder so ein Oxymoron. Ja. Und da war es dann so, man durfte dann wählen zwischen Französisch und Latein.
Und naja, gut, man hat damals den Schülern schon so vermittelt, ne? Also wenn ihr so mal vorhabt, sowas so in Richtung was mit Jura oder medizinischen Berufe, dann hat natürlich Latein immer Vorteile, ne? Das bringt dann immer eher, beziehungsweise sind dann auch teilweise wohl Voraussetzungen in einigen dann Studiengängen später dann auf der Universität. Dass man da irgendwie das kleine oder große Latinum oder was dann abgelegt haben muss, Ja. um dann da teilzunehmen, ja. Auf dem Gymnasium zumindest, aber auf der Realschule hatte man auch die Wahl. Ich hatte damals auch die Wahl, glaube ich, zwischen Französisch und irgendwas anderem. Irgendwas musste ich wählen. Ich Idiot habe Französisch gewählt, habe eine 6 bekommen. Naja, ich bin halt nicht gut mit lateinischen Sprachen, ich bin besser mit germanischen Sprachen. Ja, und jetzt? Ich habe Latein gewählt und eine 6 gekriegt. Und nun? Hast du Latein gewählt und eine 6 gekriegt? Ja, ich war so begeistert von dieser Sprache. Und mittlerweile hab ich herausgefunden, warum. Ist ja eben nicht meine Sprache, ist ja die Sprache der falschen Seite. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, eine ausgestorbene Sprache. Schön wär's. Schön wär's. Die war tot geboren, die Sprache. Ja. Und man hat ja auch gemerkt mittlerweile auch, glaube ich, dass so allgemein ja auch ne, die Qualität Das meine ich doch hier. des allgemeinen Sprachgebrauchs sich so ein bisschen auch abgesenkt hat, weil vielleicht auch die Leute damit auch überfordert sind, noch drei andere Fremdsprachen zu lernen, aber die eigene, die wird dann auch mehr und mehr ja, vernachlässigt, ne? Ja, ich persönlich bin da jetzt kein gutes Beispiel für. Ich lebe ja als Belgier hier, also als Deutscher hier in Belgien. Und ich bin in meiner Muttersprache deswegen nicht mehr so gut, weil ich die ersten fast 20 Jahre, die ich hier gelebt habe, fast nie Deutsch gesprochen habe. Und wenn man fast 20 Jahre kein Deutsch mehr spricht, dann hat man natürlich hier und da was, ja, Dinge, die man nicht mehr so ausdrücken kann, wie man sich früher ausgedrückt hat, ne? Ich spreche zwar drei Sprachen, aber keine perfekt. Aber hoffentlich genug, um diese Lesung hier jetzt fortzusetzen. Nee, aber das ist ja genau der gute Punkt. Also das ist der Punkt, den ich machen wollte. Also die eigene, ja, Muttersprache, die wird letztendlich auch nicht mehr so auf dem Niveau gehalten, ne? Sondern Hauptsache von jedem etwas so, ne? Ungefähr. Naja, und älteren Leuten wird natürlich die Möglichkeit genommen, um ihre eigene Sprache noch gut up to date zu halten, weil sie ihren Kindern nicht mehr helfen können mit den Schulaufgaben, wie du richtig angeführt hast vorhin, mit diesen ganzen Rechtschreibreformen, die da durchgezogen werden. Dadurch kann man heute als 50-, 60-Jähriger seinem Enkelkind in Deutsch gar nicht mehr helfen. Die wissen doch gar nicht mehr, was ein SZ ist. Die Kinder von heute. Wird doch alles mit SS geschrieben in Deutschland. SZ ist doch der Laut, den die Schlange immer macht, ne? Psst. Und Rhythmus schreibt man wahrscheinlich auch nicht mehr mit zwei Hs wie früher bei mir. Ne? Dann höchstens nur mit einem. Das ist der Rhythmus, bei dem man mit muss. Naja, also jedenfalls die Muttersprache ist etwas, was natürlich klein gehalten wird. Hier zugunsten von Latein oder Griechisch, aber eben auch hauptsächlich, um dafür zu sorgen, dass man eben sich nur noch in Lateinisch und Griechisch ausdrücken kann und in der Muttersprache gar nicht mehr. Diese Landes- und Muttersprache war sogar bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts von den Lehrgegenständen geradezu ausgeschlossen. Und man verwandte oft und viel in Deutschland portugiesische, in Portugal italienische, in Spanien deutsche und in Italien spanische Jesuiten als Lehrer und Professoren in den Anstalten des Ordens, weil die können diese Muttersprache der Schüler nicht und sind von daher angewiesen darauf, in diesem Latein mit ihnen zu kommunizieren. Mit dem Jahr 1703 beschloss nun allerdings die Generalkongregation der Societät Jesu, künftig auch der Landessprache einige Rechnung zu tragen. Allein der darin erteilte Unterricht blieb fortwährend ein erbärmlicher. Und in den deutschen Jesuitenschulen zum Beispiel verlernten nach einem Jahr von 1770 vorliegenden sehr eingehenden bayerischen Regierungsbericht die Zöglinge ihr Deutsch weit eher, als dass sie es lernten. Warum auch nicht? Die Zöglinge der Jesuiten sollten nicht zu guten Landeskindern, zu guten Bürgern des Staates, in dem sie geboren waren, zu vortrefflichen und anhänglichen Mitgliedern der Nation, von der sie sich schrieben, erzogen werden, sondern vielmehr zu Freunden des Jesuitenordens und zu Fördern des seines Wohles. Sie werden zu Römern erzogen, weil Katholiken haben ihre erste
schwören ihre erste Treue an den Papst in Rom. Nicht vergessen, das genau wird hier mit den Jesuiten bewirkt. Sie wollen Agenten produzieren. Das ist übrigens eine Aussprache eines ehemaligen Jesuitengenerals, dass es hauptsächlich darum geht, Agenten zu produzieren. Agenten für den Jesuitenorden, der die größte Nachrichtengesellschaft der Welt ist. Wie nennt man das jetzt? Nachrichtenagentur nicht, sondern Nachrichtendienst. Der größte Nachrichtendienst der Welt ist. Ja? Die brauchen Agenten. Ja? Und das ist die Hauptaufgabe des Jesuitenordens. Agenten heranzuziehen. Kinder heranzuziehen, hier in diesem Fall, die sich nicht mehr als anhängliche Mitglieder der Nation, von der sie schrieben, zu erziehen, sondern vielmehr zu Freunden des Jesuitenordens und zu Beförderern des Jesuitenordens Wohls. Sie sollten fortan, wenn sie dem Orden förmlich beitraten, kein anderes Vaterland mehr kennen als eben diesen Orden. Und wenn sie ihm auch nicht beitraten, sondern nach vollendeter Erziehung in den Staatsdienst oder zu sonstigen Beschäftigungen übergingen, so sollten sie des vaterländischen oder Nationalgefühls wenigstens so weit entledigt sein, dass ihnen die Sozietät mehr am Herzen lag als der Staat, dem sie angehörten. Gleichgültig und fühllos sollten sie werden für das Interesse der eigenen Familie, der eigenen Angehörigen, der eigenen Heimat, und dafür sollte ihnen eine andere Liebe eingeflößt werden, die Liebe zur Gesellschaft Jesu, welche sich ihnen gegenüber hinstellte als die alleinige Trägerin des Heils der Menschheit. Und das ist genauso auch mit der römisch-katholischen Kirche zu verstehen, und die römisch-katholische Kirche ist die Mutter, und die Liebe zu der Mutter wird bei diesen Menschen gefördert. Aber nicht zur natürlichen Mutter, sondern eben zur Mutter Kirche. Ja? Solches war der Zweck der jesuitischen Erziehung, dem Vater sowie dem Vaterland zu entfremden. Entschuldigung. Solches war der Zweck der jesuitischen Erziehung, und hierin, das ist in der Kunst, die Jugend dem Elternhause sowie dem Vaterland zu entfremden, ihre Gemüter von der natürlichen Gefühlsrichtung zu entfernen und nimmt dafür die Anhänglichkeit an ihren geistigen Vater, an ihr geistiges Vaterland einzuimpfen. Hierin brachten sie es in der Tat weit. Allein eben deswegen gingen auch aus den Schulen der Söhne Loyolas niemals gute, gehorsame Söhne, niemals treu ergebene Bürger, auf welche sich das Land und der Regent verlassen konnten, hervor. Zu solcher Einsicht kam man bei näherer Betrachtung des jesuitischen Jugendunterrichts. Und nun frage ich, war der allgemeine Schrei des Unwillens, der sich jetzt wenigstens unter den Gebildeten über die frommen Patres zu erheben begann, nicht ein vollkommen gerechtfertigter? Eine interessante Frage, mit der man eine Diskussion beginnen kann, bevor wir nächstes Mal im dritten Kapitel die wachsende Aufklärung und der Sturm aus der eigenen Mitte in diesem Buch fortfahren können. Tja, ich habe ziemlich viel Pulver verschossen in dieser Sendung, und ich finde den Abschluss, den der Autor hier gefunden hat, um dieses zweite Kapitel zu beenden, sehr vortrefflich, weil er uns noch einmal ganz deutlich untermalt, dass wenn wir uns diesen jesuitischen Schulen und diesem jesuitischen Schulsystem unterwerfen und wenn wir darin lernen, dass wir uns dann von Vater und Mutter, von Bruder und Schwester, von Freund und Freundin entfernen und dass wir uns Rom annähern, dass wir uns dem Jesuitenorden annähern und halt in abgemildertem Maße anstatt dem Jesuitenorden halt der römisch-katholischen Kirche. Ich habe es schon immer gesagt, und hier finden wir in anderen Worten von dem Autor darin hundertprozentige Bestätigung von dem, was ich gesagt habe. Ein Politiker übt in erster Stelle Treue aus gegenüber dem Papst, dem Vatikan. Und der Grundstein wird bereits in der Schule gelegt, wo wir gerade eben gelesen haben, wie die jesuitische Erziehungsmethode dafür sorgt, dass man sich seiner Blutbande entledigt und dass man nur den Orden oder jetzt anstelle dessen die Kirche auf den Podest stellt und dass man dem folgt und dem anbetet und dass man dem gehorcht und dass man seine natürlichen Bande vernachlässigt. So.
Und damit möchte ich das Wort geben an die zwei mich begleitenden Brüder, Michael und Viktor, zum Abschluss. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die Lesung. Das war wie immer sehr, sehr interessant und vor allen Dingen ein Ausflug in Gefilde, die wir vorher nicht gedacht haben. Ich hätte nur ein Wort in die Runde zu werfen, und zwar das Wort Indoktrination. Das kommt aus dem Lateinischen. Doctrina heißt Belehrung. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was als Absicht hinter den Lehrplänen und der sogenannten Ausbildung da steht, die da in den Schulen und Universitäten gelehrt wird. Und zwar ist die offizielle Definition dieses Wortes Indoktrination aus dem Wikipedia zum Beispiel, nur um jetzt mal eine allgemein zugängliche Quelle und nicht die beste Quelle, sondern die allgemeinste Quelle zu nennen, heißt: Indoktrination ist eine besonders vehemente, keinen Widerspruch und keine Diskussion zulassende Belehrung. Dies geschieht durch gezielte Manipulation von Menschen, durch gesteuerte Auswahl von Informationen, um ideologische Absichten durchzusetzen oder Kritik auszuschalten. Ein wesentliches Merkmal und eine zentrale Methode der Indoktrination ist die Propaganda. Die Form der Informationsdarbietung ist hier einseitig verzerrt. Die Gesamtheit der verfügbaren Informationen wird zensiert. Die der Ideologie widersprechenden Angaben werden zurückgehalten, deren Äußerung mit diskreten Benachteiligungen oder konkreten Strafen bedroht. Und das ist, glaube ich, das, was unser gegenwärtiges System am allerbesten beschreibt. Also, da hat Wikipedia ja einmal richtig die Wahrheit gesagt. Wenn Wikipedia sich jetzt auch noch dazu niederlässt, zu sagen, dass das ganze weltliche Schulsystem nur Indoktrination ist, dann würde ich Beifall klatschen. Aber diese Erklärung, die du gerade abgegeben hast, was das Wort Indoktrination folgens Wikipedia bedeutet, ist genau das, weshalb wir uns davon bewusst sein müssen, dass wir in dieser Gesellschaft, in der wir leben, in der heutigen Zeit, in der wir leben, dass wir von allen Seiten nur indoktriniert werden. Wir werden indoktriniert durch die Schule, die Jesuiten geführt ist, wie wir gerade eben gelesen haben. Wir werden indoktriniert durch, wenn wir in die Kirche gehen, durch die Kirche, durch die Pastoren, die die römische Lehre lehren und nicht mehr die Lehre der Bibel lehren. Wir werden indoktriniert in unserer Arbeitsstelle. Ich möchte nur mal daran erinnern, diese ganzen Lehrgänge, die es gibt zur besseren Motivation und sowas, ja, zur Teamarbeit und dieser ganze Kram. Das ist reine, pure Indoktrination. Wir werden indoktriniert in unserem politischen Leben. Und wir werden indoktriniert in unserem Familienleben, schon teilweise durch die Menschen, die uns vorstehen, unsere Eltern zum Beispiel, die die Indoktrination, die sie selbst erfahren haben, durchgeben. Indoktrination, ganz wichtiges Wort. Und ein weiteres wichtiges Wort, was du angesprochen hast, das war Propaganda. Da gibt es ein Buch aus den 1920er Jahren von Hayes, ich komme jetzt auf seinen Vornamen nicht mehr, der hat das geschrieben, der war übrigens auch Jesuiten geschult. Das Buch Propaganda sollte man sich mal besorgen und lesen. Danke, Michael, war ein sehr schöner Beitrag, den du gebracht hast. Danke dir dafür. Und ja, Viktor, hast du noch zum Abschluss was zu sagen? Ja, also ich möchte mich an der Stelle auch bedanken für die Lesung. Das war auf jeden Fall wieder sehr aufschlussreich und habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Sache, die mir eingefallen da ist. Und zwar siehst du auf im Chat, habe ich was gepostet. Da ist am dem vierten Absatz, kannst du, jetzt hast du gerade deinen Schirm nicht geteilt, jetzt weiß ich nicht, ob die, Ich hatte meinen Schirm noch geteilt, komisch. Ist das weggegangen? Habt ihr es nicht gesehen? Jetzt ist gerade eben nur kurz, also jetzt war, vorher war es die ganze Zeit. Der Artikel reagiert nicht, Welt. Achso, der reagiert gerade nicht. Ja, das ist wahrscheinlich auch, ich habe Adblock. Und solche Sachen wie Welt und sowas kann man mit Adblock wahrscheinlich wieder nicht lesen. Ne? Hier ist er jetzt. Ah ja, genau. Der vierte Absatz ist es. Und ich unter fand den Jesuiten gab es damals zwei Typen. Der hier? Ja, genau. Unter den Jesuiten gab es damals zwei Typen. Jene, die sehr flämisch waren und jene, die mit dem flämischen Nationalismus nicht viel anfangen konnten, weil sie, obwohl Flamen, einen mehr frankophonen Hintergrund hatten. Den Artikel kenne ich doch. Das ist doch, wir sind alle Jesuiten, ne? Ist das nicht der? Ah, nee, ich kenn, nee, ich das ist den ein Artikel ähnlicher Artikel, den hast du schon mal gelesen. Eben, ja, meine ich doch, das kommt mir doch bekannt vor. Ihr Gegenmittel hieß Europa. Hermann Achille van Rompuy schlug sich auf die Seite der Letzteren, also der Frankophonen, natürlich, er kommt ja auch aus Sint-Genesius Rode, die ihm auf Reisen und in Seminaren das größte aller Nachkriegsprojekte nahebrachten. Zitat: Als ich das Kolleg mit 18 Jahren verließ, war ich ein überzeugter Europäer. Ja.
Ich fand, das traf doch nochmal den Nagel so, oder trifft den Nagel nochmal ganz gut auf den Kopf zu dem letzten, was wir jetzt gerade gelesen oder was du vorgelesen hattest. Über die Indoktrination gesprochen. Ja, Genau, ja. als ich das Kolleg mit 18 Jahren verließ, war ich überzeugter Europäer. Und wenn er ehrlich ist, dann hätte er sagen müssen, war ich überzeugter Jesuit. Da läuft's drauf hinaus. Gut, Viktor, das waren deine abschließenden Worte. Ja, Dann dann danke ich. bedanke ich mich auch nochmal und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Danke dir, Viktor, für deinen Beitrag. Danke dir, Michael, für deinen Beitrag. Und du siehst, wir haben das Kapitel sogar abgeschlossen heute, obwohl wir viel neben der Lesung geredet haben. Aber ich fand das unglaublich wichtig und ich hoffe, dass auch unsere Leser das schätzen, dass wir uns nicht hier hinsetzen und ein Audiobuch machen, sondern dass wir uns hier hinsetzen und versuchen, dieses Buch in zweierlei Hinsicht mindestens zu erklären. Einerseits versuchen wir natürlich immer, den Link zu legen zur Bibel. Was lehren die Jesuiten in diesem Buch, was natürlich der Griesinger sehr gut analysiert, und wir versuchen, deren Moraltheologie zu messen an der Moraltheologie der Bibel. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch immer die geschichtlichen Hintergründe, die Griesinger hier aufzeigt, in die heutige Zeit verpflanzen. Dass es einigen Leuten leichter wird, aufgrund des Geschriebenen von vor 150 Jahren, besser zu verstehen, wo wir uns heute befinden, wo unsere Wurzeln sind. Weil diese Wurzeln werden uns in dem indoktrinierten Geschichtsunterricht in unseren Schulen nicht mehr gelehrt. Die Leute, die Interesse haben, wirkliche Geschichte zu lernen, die müssen sich solche Videos anschauen oder die müssen solche Bücher selbst lesen. Und bitte schaut euch nicht nur meine Lesung an, sondern kümmert euch selbst um solche Bücher. Tut eure eigenen Nachforschungen. Lest diese Dinge selber, für euch selber. Natürlich ist es manchmal leichter, wenn jemand das vorliest und erklärt, wie wir das hier tun. Und darum haben wir auch solchen Spaß daran und tun wir das so gerne. Weil, obwohl es eine sehr ernste Sache ist, haben wir Spaß an dieser Sache. Es macht uns Spaß, die Leute, ich sag jetzt mal, zu bilden, ja, den Leuten Informationen zukommen zu lassen, die sie sonst schwierig oder überhaupt nicht erreichen können. Weil wir diese Dinge raussuchen und weil wir finden, dass diese Dinge im Licht der Bibel, und das ist die einzige Wahrheit, die wir kennen, den Menschen mitgeteilt werden muss. Aber trotzdem kann nicht jedem alles immer auf einem silbernen Tablett serviert werden. Strengt euch selbst an. Lest diese oftmals verbotenen, sehr schwer zugänglichen, oft ja auch wie hier in diesem Fall mit dieser schwierig zu lesenden Frakturschrift geschriebenen Bücher. Lest das, eignet euch das selbst an, um zu einem besseren Verständnis zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Aufruf, den ich hier an dieser Stelle mache. Und vergesst nicht, dass an allererster Stelle ein Buch steht. Das Buch, mit dem unser Schöpfer sich uns offenbart, indem er uns die Spielregeln mitteilt, nach denen wir hier auf dieser Welt zu leben haben, wenn wir in seinen Augen gerecht erscheinen wollen, dass wir als verlorene, fleischliche, sündige Wesen nicht sind. Nur einer kann uns gerecht machen: Jesus Christus. Dadurch, dass wir ihn im Glauben annehmen und dadurch, dass wir sein Wort kennenlernen, ihn kennenlernen. Und sein Wort ist Wahrheit und sein Wort ist die Bibel. Von daher, lest eure Bibel. Maranatha.